Ausdauersport, draußen in der Natur. Das ist die totale Freiheit für mich. Die Spiroergometrie ist interdisziplinär. Egal ob Trainingswissenschaft, Sportmedizin, Kardiologie, Pneumologie, alle Perspektiven sind wichtig. Die Spiroergometrie ist ein sehr genaues und valides Verfahren, um gesundheitliches Training steuern zu können. Im Mittelpunkt stehen die ventilatorischen Schwellen. Sie bestimmen, wie man trainieren muss, mit welcher Herzfrequenz, mit welcher Geschwindigkeit man laufen muss. Ja, so kann ich Trainingsreize optimal setzen. Ich habe Leistungsdaten, die ich im Training super nutzen kann. Die Spiroergometrie ist die optimale Verbindung zwischen Trainingswissenschaft und Sportmedizin. Eine wichtige Information, die man auch bekommt, ist eigentlich, wo die Energie herkommt. Die Kurve der Fettverbrennung wirft ein Licht auf Lebensstil und Insulinresistenz. Auf das Herz und die Lunge kommt es an. Ich kann genau die Bereiche bestimmen, in denen ich trainieren sollte, um Fortschritte zu machen. Ich erspare mir das schwarze Loch oder tote Kilometer. Ja, für mich ist es einer der wichtigen Faktoren im Marathon zu wissen, in welchen Bereichen kann ich laufen und den aktuellen Leistungsstand komplett schwarz auf weiß zu haben. Wir können wirklich Nicht-Sportlern sagen, ob sie walken sollen, ob sie Radfahren sollen, ob sie laufen sollen. Und wir können ihnen sagen, wie lange sie das tun sollen und wie intensiv. Spiroergometrie ist für alle da.